Hallo liebe YouTube-Freunde, ich wollte euch heute die Farbgele von Buschmann vorstellen. Buschmann Nail Cosmetic heißt das Gute. Die liebe Regina Buschmann hat mir nur extra für euch hier was Schönes mitgegeben oder eher gesagt mir geschickt. Da freue ich mich auch sehr. Vielen, vielen Dank, liebe Regina Buschmann. Ich werde euch heute die Farbgele auftragen und halt euch erzählen, wie die Konsistenz so ist. Und ja, also wir fangen heute mit den Pink-Gelen an. Mal schauen, ob wir auch noch die roten schaffen. Ich habe so viele gekriegt, ich muss mal schauen, ich werde das definitiv in ein paar Teile machen müssen. Dann habe ich noch ein paar Pigmente gekriegt und ein bisschen Glitzer und Flitter und ja. Ich würde erstmal sagen, wir fangen jetzt mit den Pinktönen an. Ich stelle das jetzt alles mal ein bisschen zur Seite, dann können wir gleich mal mit dem ersten anfangen. So, dann habe ich hier auch schon mein Farbrad. Und mein Full-Cover-Pinsel. Dann mache ich gleich mal schon mal eine Zellette fertig, damit ich danach nicht immer gleich zack, zack, zack rumbutschern muss da. Also ich habe mich so gefreut, ihr könnt gar nicht verstehen, das ist wie in der Zalando-Werbung gewesen, als ich das Paket bekommen habe. Ich habe mich so gefreut. Ich bin ja sowieso immer so ein Typ, der immer springt wie so ein Eichhörnchen durch die Gegend und freut sich total. Ich war total begeistert, dass auch so viel Vertrauen mir geschenkt wird, dass ich das hier auch ja gut mache. Ja, ich zeige euch das. Wir fangen jetzt an mit der Farbe Metallic Pinky P. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist hier die Nummer 34 im Shop, glaube ich dann. Zumindest steht die Nummer hier drauf. So, ich zeige euch die mal so. Seht ihr auch schon den schönen metallischen Effekt? Also ich denke, umrühren muss man den jetzt nicht. Nö, also ich denke nicht. Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Hier ist die 1. Ich hoffe, ihr seht das gut. Ja, müsst ihr eigentlich. So, also sie sind sehr cremig. Das muss ich ja schon mal dazu sagen. Ups, jetzt hänge ich da fest. Ich hoffe, ihr könnt das immer noch gut sehen. Also sind sehr schön cremig. Und so wie ich das hier sehe, auch ziemlich, ja, also die sind deckend. Nicht ziemlich, sondern sie sind auch deckend. Ich mache das ja jetzt nun auch sehr dünn. Aber doch, sie sind also super. Also ich finde, ganz klasse, legen sich auch schön glatt. Also richtig schönes Pink. Ich hoffe, es kommt so schön durch, wie ich denke. Und dann, ansonsten muss ich auch noch mal ein bisschen ranholen. So, dann gucken, wo ich hier hin muss, damit ihr mich auch gut sieht. Oh, das ist ja immer so ein Ding. So, also richtig, richtig schön. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. So, ich werde jetzt mal kurz den Pinsel sauber machen. So. Dann kommen wir schon zur zweiten Farbe. Erstmal die wegpacken, die ich schon hatte, nicht, dass ich die doppelt nehme. Dann nehmen wir Metallic Pink Nectar, glaube ich. Das heißt die 29 im Shop. Ja, man kann das so ein bisschen sehen. Aber wahrscheinlich über Kopf, ne? Das ist auf jeden Fall die Nummer 28. Auch hier seht ihr wieder richtig schöner Metallic Glanz. Auch hier die Konsistenz wieder sehr cremig. Das geht schon ein bisschen in so einen Hautfarbenton. Ich muss gucken, dass ich auch richtig schön feucht da drin im Bild bin. Also auch hier wieder total, also ich kann das gar nicht beschreiben, wie die Farbe ist. Also die ist wirklich sehr fest, lässt sich schön, aber schön streichen. Also ist eine Top-Qualität, finde ich. Also ich habe ja nun jetzt schon mehrere Gele gehabt und von verschiedenen Firmen. Aber diese muss ich wirklich sagen, ihr seht das ja auch, das ist wirklich sehr cremig. Die Farben kann man auch on top arbeiten, würde ich sagen. Sie müssen ja nicht unbedingt unter den Aufbau machen.
Jetzt habe ich sogar schon zu viel Farbe genommen. Also die. Und die decken total. So. Also seht das, die sind total. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber die sind total, total toll. So. Jetzt geht's weiter. Kurz Pinsel sauber machen. Zack. Zack. So. Dann nehmen wir jetzt einmal Fast Pink. Fast Pink, ja. Ich hoffe, ihr könnt, ich muss das mal umdrehen. So, Fast Pink mit der Nummer 56. Auch das ist ein purer Ton. Ich glaube, ohne Flitzer, ohne Glitzer, ohne Flitzer. Ohne Glitter, ohne alles. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Bin auch schön im Bild. So. Also auch hier wieder eine sehr schöne Konsistenz, klebt nicht oder ist nicht zu flüssig, nix. Und ihr seht ja, wie dünn ich das auftrage. Also ich habe fast nichts genommen. Also wirklich traumhaft. Sagen. Ich hatte schon so viel Gutes vom Buschmann gehört und hatte mich aber immer nicht so getraut, mich da anzumelden und heute zu bestellen. Ich weiß nicht, warum eigentlich. Weiß ich nicht, weil man hat dann immer mal so seine Sachen halt, wo man bestellt. Und da habe ich mich nicht getraut, aber jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich es vorher nicht gemacht habe. So, jetzt kommen wir zum Ton. Amore Pink von Base One, heißt er. Base One Amore Pink. Machen wir das mal auf. Ja. Und dann könnt ihr das mal hier sehen. Ein richtig schöner, also ich würde schon fast sagen Hautton. Haut, ja, das ist so ein Hautton. Mal gucken. Wer kann es sehen? Ja, könnt ihr. So. Also auch hier wieder dasselbe, total klasse zu verarbeiten. Auch hauchdünn verarbeitet, wirklich toll. Also ich kann das jedem empfehlen und die Preise sind unschlagbar, wirklich. Ich bin ja sonst auch diejenigen, die ein bisschen günstiger kaufen möchten, gerade wenn man noch skeptisch ist. Aber hier ist das absolut kein Problem. Hier liegen die Farbgele wirklich in einem Preis, in einer Preiskategorie, die ist unschlagbar. Für die Qualität, die es hier gibt, ist es unschlagbar. Dann kommen wir zu einer anderen Sorte. Da gibt es aber nur eine Nummer, da kann ich euch nur die Nummer sagen. 4, achso, ich muss ja mal andersrum gucken. 4003. Seid ihr? Da. 4003. Collagel. Steht aber überall drauf. Ups. Gucken. Hup. Bild. Ja. Auch hier richtig, richtig schön. Dünn. Wir können das richtig toll sehen. Ja. Auch eine richtig tolle Farbe. Dann kommen wir zu der Farbe. Mal gucken hier. Dream Pink. Das sieht einmal so aus. Komme ich ins Bild? So, das sieht einmal so aus. Auch ein purer Farbgel ohne Glimmer. Ohne Metallic-Effekt. So, ich hoffe, ich bin gut im Bild. Hier bin ich gar nicht. So. So. So, auch wieder ganz dünn genommen. Und ihr seht, das deckt trotz all dem
legt sie wunderbar glatt. Also das ist der Wahnsinn. Wie schön glatt sich das zieht. Ich könnte natürlich noch mal ein bisschen nachnehmen. Ich habe jetzt natürlich sehr, sehr wenig genommen. Aber sie zieht wunderschön glatt und die Konsistenz ist der Hammer. Ich kann das nur wiederholen. Das ist wirklich ein Traum von Farbgel. So. Das war denn jetzt einmal Dream Pink. Dream Pink. So, als nächstes haben wir die Farbe Smoky Pink. Smoky Pink. Das ist so ein ganz rauchiges, dunkles Pink. Also ich würde fast sagen, das sieht so ein bisschen aus wie Covergel, so Natur-Covergel Pink. Also es ist schon klasse. Gucken wir mal. Ja. Auch hier wieder super toll zum Aufstreichen. Also diese Farbgele, die könnte man wirklich alle über den Aufbau nehmen. Dann müsst ihr die nach unten gehen, unten drunter machen. Hier so ein paar mit drin. Also ich muss wirklich sagen, und ihr seht ja, du kannst da, auch wenn man eine Delle reinzieht, man wartet ein paar Sekunden und das legt sich selber sowas von glatt. Also das hat man wirklich, wirklich selten bei so Farbgel. Also habe ich selten gesehen sowas. Das war jetzt einmal Smoky Pink. Super klasse. Richtig, richtig schön. Muss immer mal einen Pinsel zwischendurch abwischen, deswegen dauert das immer manchmal ein bisschen. So, nun nehmen wir einmal die Farbe. Was haben wir hier noch? Lollipop. Lollipop ist immer gut. Oh, das sieht ja schon. So Leute, ich glaube, ich werde wahnsinnig. Das ist so eine geniale Farbe. Man sieht es hier glaube ich gar nicht so doll, aber jetzt wenn ich es gleich mal auftrage. Also sowas. Ach, ich kann mir das schon vorstellen. Jetzt muss ich mal gucken, ob man das rühren muss. Oder ob das okay ist, wenn das so ist. Oder ob das so gehört. Okay, das gehört so. Das ist so ein bisschen. Jetzt habe ich meinen Pinsel hier voll gemacht. So. Dann nehme ich mir jetzt mal ein bisschen auf. Bloß nicht auf den Pinsel jetzt achten. Den habe ich mir jetzt ein bisschen eingeschmiert. Aber selbst da, wo ich jetzt gedacht habe, weil das eben so, als ich es hochgenommen habe, so durchsichtig aussah. Selbst das ist ja schon richtig, richtig. Also 80% wirklich deckend. Das ist der Hammer. Oh Gott, ich bin in voller Euphorie hier mit den Dingen. Also das ist klasse. Man kann wirklich noch ein zweites Mal drüber, aber ich finde, man muss einfach nicht nochmal drüber. Das ist ja der Wahnsinn, die Farbe. Also das gehört schon mal zu meinen Favoriten überhaupt. Nur damit das schon mal klar ist. So, jetzt habe ich irgendwie. So. So, Pinsel nochmal sauber machen hier. So. Richtig schön gesäubert. So, jetzt kommen wir zu der Farbe Pastellpink. Ups. Das ist so ein richtig schöner, heller, pastelliger, Fliederpinkton. So. Und bis jetzt musste ich keine Farbe aufrühren. Das muss ich jetzt nochmal dazu sagen. Oh, das ist auch super deckend. Obwohl man bei Pastellfarben ja meistens so ein paar Problemchen hat, ne? Also das ist super. Mehr, damit es ein bisschen kräftiger ist. Also wirklich ein richtig toller
Toller Traum. Und ihr seht das, ich habe da jetzt eine Kante drin. Wenn man so ein paar Minuten, Sekündchen wartet, das legt sich echt so perfekt glatt. Ich kann das immer wieder nur sagen. Auch eine wunderschöne Farbe. Gott, oh Gott, da bleibt dann halb der Atem weg, ne? So. Dann kommen wir zu. Was ist das auch noch hier? Pinky. Metallic Pink Pop. Ein Metallic Pink Pop. Ihr könnt das sehen. Es ist also guter Wahnsinn, wieder mal. Wieder mal. Ich glaube, ich wiederhole mich heute ziemlich oft. Und hier auch ziemlich, ihr seht das auch im Topf. Also es ist ziemlich standfest. Das haut euch also auch nicht ab oder so. Das kann man richtig schön absetzen. Und kann das richtig schön modellieren. Modellieren soll ich schon draufstreichen. Das ist jetzt so die einzige Farbe, wo ich jetzt sagen würde, da könnte man, muss man nicht, aber könnte man noch eine zweite Schicht drüber machen. Aber ich finde sie auch schon so wunderschön. So. So. Kommen wir schon zur nächsten Farbe. Das ist dann einmal Neon Raspberry Pink. Haltet euch fest an die Stühle. Es geht los. Es ist der Hammer. Sowas habe ich schon lange nicht mehr. Also ich glaube, ich habe sowas noch nie gesehen. Sowas Geniales. Seht ihr das? Schade, dass die Kamera das meistens nicht so. Und das ist eine total coole Konsistenz. Man muss sie auch nicht unbedingt umrühren. Ich wollte jetzt nur mal gucken, ob man das muss, aber im Grunde genommen nicht. Naja, jetzt nehmen wir mal ein bisschen was auf hier. Bloß nicht an meinem Pinsel lachen. Ich sau immer rum mit meinem Pinsel. Streiche das. Oh, könnt ihr das sehen? Mein Gott, Gott, Gott. Ich flippe aus. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Da tun dann ja die Augen von weh. Super. Super, super, super. Oh, ich freue mich schon auf den Frühling und auf den Sommer. Und alles. Eine Hammerfarbe. Wirklich. Ich finde es aber sehr schade, dass die Kamera die Farben nicht so rumbringt, wie sie rumgebracht werden müssen. So. Dann kommen wir jetzt. Ich schreibe immer schon die Nummerchen auf den Tiegel für mich. Deswegen nicht wundern, wenn das doch mal ein bisschen länger dauert. Jetzt. So. Damit ich sie nachher wieder finde. So. Dann kommen wir einmal zu der Nummer, ihr könnt die jetzt sehen, 4010. Und das ist wieder ein Natur, also ein Naturton, ein Purton. Richtig schön. Richtig toll. So. Bild hier. So. Und auch hier. Cremige Konsistenz, kann man wieder nicht anders sagen. Und eine Auswahl an Pinktönen haben die, das glaubt ihr gar nicht. Seht ihr, einmal kurz drüber gestrichen. Zack, fertig. Das ist der Wahnsinn. Ups, habe ich das nicht mehr reingeklebt. So, dann geht es gleich weiter mit La Viva Pink. Wieder so ein richtig toller Ton. So ein hell Pink. So ein richtig schickes. Mal anfangen. Mal gucken, dass ich euch auch wieder die beste Blickmöglichkeit gebe. So ein richtig schönes, helles Pinky. Pinky, Pinky. Ich stehe ja voll auf Pink, ne? Pink und Lila. Das sind so. Und wenn schöne Rottöne dabei sind, finde ich es natürlich auch ganz klasse. Ihr seht, ich habe wieder total dünn gemacht und es deckt beim ersten Mal. Ich werde verrückt. So. Nochmal abwischen, mein Pinselchen. So, dann kommen wir zu Ballerina.
Ballerina, Ballerina Pink. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Manchmal ist an der Oberfläche ein bisschen Schatten, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. So. Habt ihr das jetzt gut gesehen? Ein richtig schickes, helles, ganz helles Pink. Ballerina. Ihr seht das neben dem anderen. Das ist noch ein Ticken heller. So. Und auch wieder nur hauchdünn aufgetragen. Jetzt mal ein bisschen drüber. Und top. Und es zieht sich auch selber. Das finde ich so faszinierend, dass sich das so glatt zieht und keine Streifen hinterlässt und alles. Das hat man ja oftmals, wenn man dann mit Farbgelen arbeitet, dass doch mal ein paar Schlieren da drin sind. Hat man hier überhaupt gar nicht. Ups, jetzt fällt mir hier noch die Hälfte um hier. So. Dann kommen wir zu Strawberry Sherbet. Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche. Dann muss man mich mal korrigieren. Ich hoffe, ihr seht das jetzt hier. Oh, wieder auch so ein richtig schöner Ton hier. Zack, zack, zack. Auch wieder richtig schön dünn. Könnt ihr richtig klasse auftragen. Das ist der Wahnsinn. Also ich habe schon so viel Farbgele gesehen und aufgetragen und gemacht und getan. Aber das ist für mich immer noch der Burner. Das kann ich leider nicht anders sagen. Jetzt kommen wir auch noch zu super Favoriten. Ich glaube, ich platze hier. Das ist einmal die Farbe Neon Ruby, Ruby Pink. So wäre das, glaube ich, auch so. Lasst euch nicht von den Nummern hier oben irritieren. Das sind nur für mich die Nummern. Zack. Und könnt ihr das sehen? Seht ihr das? Wie? Oh Gott. Also wenn ich nicht malen würde, ich würde mich am Stuhl festkrallen euren Geldbeutel festkrallen, weil das sind Sachen, die muss man einfach gesehen haben. Guckt euch, jetzt sieht das mal ein bisschen mehr mitnehmen. Jetzt ein bisschen mehr. Guckt euch das an. Das ist auch wieder so ein. Das macht mich schwach. Ganz ehrlich. Und ich ärgere mich, dass ich bei dem Shop noch nicht bestellt hatte. Es tut mir wirklich leid, liebe Regina. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das gemacht. Also das ist der Wahnsinn. Ja, da kann man zwei dünne Schichten arbeiten. Oh, ich hoffe, ihr könnt das so erkennen, wie ich das erkenne. Oh, ach, Entschuldigung, ihr habt eben gerade mein Haustelefon gehört. Ja, sowas gibt es bei mir auch. So, dann mache ich jetzt eben mal schnell weiter. Hier kommt noch mal ein, Gott, jetzt habe ich gar nicht vorgelesen. Guck mal, jetzt so durcheinander bin ich jetzt, weil das Telefon geklingelt. So, ups. Jetzt kommt, nee, der kommt nicht, den kommt. Die Fuchsia ist in dem Shop die Nummer 38. Das ist auch wieder so ein heftiger Ton. Ich weiß nicht, wie ich das immer anders sagen soll. Das ist alles hier so cool und so schön. Und so. Guckt euch das mal an. Das ist doch auch ein Traum von Farbe. Bin schon wieder ein bisschen drüber. Also auch eine traumhafte Farbe. Wirklich. Da kann man ruhig aber bei dieser hier zweimal drüber gehen. Oder es ist natürlich perfekt für so ein Glasdesign, wenn ihr das kennt. Das ist natürlich auch ein Stück gar nicht zur Frage, ey, was für eine tolle Farbe ich. Ich bin hin und weg, wenn ich nicht besser wüsste, du. So. So, auch richtig klasse. Richtig toller Ton. So. Nochmal E. Mal wieder zumachen hier. Mal ausgucken. Nochmal gucken. So, dann kommen wir zur letzten Pinkfarbe. Das ist Medium Pink. So ein richtiges, tolles Pink. Auch ein Purton
Ohne Flatter, ohne Glitter. Einfach nur so ein richtig schöner. Seht ihr, ne? Seht ihr? Ja, seht ihr. Ich habe auch wieder ein bisschen viel genommen. So viel hätte ich gar nicht nehmen brauchen. Einfach nur klasse. Super. Seht ihr, dann haben wir schon mal die Pinktöne. Habt ihr jetzt schon mal gesehen. Ein Traum. Also ich kann wirklich nur empfehlen und auch wirklich nur sagen, es ist eine traumhafte Farbenvielfalt. Ihr werdet das ja auch sehen, in meinen nächsten Teilen kommt noch Rot und Lila und Nude-Farben und ein bisschen Schwarz, ein bisschen Grau. Und also es wird noch nicht langweilig, Leute. Und ich sage euch, die Preise sind auch unschlagbar. Meldet euch einfach ein, den Link packe ich euch ja sowieso in die Infobox. Und schaut euch die Farben an. Es ist der Hammer. Ihr seht das selber. Also von ganz hell bis super dunkel, metallisch und also super klasse. Also ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Farbauftrag. Nächste Runde wird rot und ich sage, das wird auch noch ein Erlebnis werden. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns definitiv beim nächsten Video wieder. Tschüss!